herzlich willkommen bei Trayton TV, live aus Trayton Hall hier auf der IAA. Heute schauen wir uns mal sozusagen am lebenden Beispiel an, wie die Zusammenarbeit der einzelnen Marken innerhalb der Trayton-Familie wirklich funktioniert. Dazu freue ich mich auf Martin Anke und Christoph Huber. Martin Anke ist der Leiter Vertrieb und Marketing bei Rio und Christoph Huber leitet den Verkauf Truck Deutschland bei MAN. Schön, dass Sie da sind und herzlichen Dank, dass wir am schönen MAN-Stand drehen dürfen. Es ist uns eine Freude, hier bei uns bei MAN. Zusammenarbeit MAN und Rio, was können wir uns darunter vorstellen? Wie ging es los und wo stehen wir heute? Ja, es ging ziemlich genau vor 2 Jahren hier in dieser Halle bei MAN auf der IAA los, zusammen mit Rio. Wir haben uns hier präsentiert, haben die neue Plattform gezeigt, unseren Kunden, und haben gezeigt, was stecken dort für Dienste hinter und wie ist der Ausblick in die Zukunft gemeinsam mit Rio und MAN. MAN Digital Services und Rio, ist das eine perfekte Ergänzung oder kommt man sich da auch in die Quere? Man ergänzt sich nicht nur perfekt, sondern hinter beidem steckt Rio, sowohl als Service Provider für dieses Connectivity Environment, wie auch derjenige, der die MAN Digital Services dann hostet. Was hat dann der Kunde von dieser Zusammenarbeit? Ja, insbesondere unsere Kunden, auch jeder kleinste Kunde, der auch nur einen LKW bedient, wird bei uns über den Direktvertrieb betreut. Wir haben eine 400 Mann starke Vertriebsmannschaft, die alle Dienste über die Rio-Plattform kennt und die auch unsere Kunden damit beraten kann. Also wir sind mit dem Produkt, mit den Dienstleistungen sehr nah dran. Und ein Kunde, der hier zur IAA kommt, der profitiert sogar noch doppelt, richtig? Richtig. Wir sind sehr stolz, dass wir die MAN unterstützen dürfen mit der kostenlosen Beisteuerung von digitalen Diensten zu jedem gekauften Truck, sowohl was den MAN digitalen Service betrifft, wie auch Rio. Und es gibt noch was gratis, glaube ich? Genau. Kostenlos zu jedem gekauften Auto einmal MAN Digital Perform und einmal Rio Geo. Jetzt stellt man sich natürlich vor, so eine Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, da muss man sich auch erstmal natürlich ein bisschen aneinander annähern. Gab es da auch den einen oder anderen Stolperstein aus dem Weg zu räumen oder ging das sofort reibungslos? In der Tat, Sie merken, ich muss ein bisschen schmunzeln, es gab Stolpersteine. Es ist natürlich klar, wenn man mit was ganz Neuem kommt und natürlich erstmal dafür sorgen muss, dass man seine eigene Mannschaft dort ans Boot bekommt und auch diese ganzen Dienste schult. Und natürlich müssen wir auch die ganzen Programmierungen auf die Anforderungen unserer einzelnen Kunden hin ausrichten. Und da haben wir schon ein bisschen lernen müssen, zusammen mit unseren Kunden. Aber Martin, ich glaube, wir sind jetzt ziemlich weit gekommen. Und wie soll es noch weitergehen? Was sind Pläne für die Zukunft? Wir werden den Bereich der digitalen Dienste bei MAN ausbauen, aber Rio hat einen klaren Fokus auf Logistikdienste. Wir kümmern uns um das, was der Kunde mit dem LKW macht, nämlich die Transportlogistik, und werden uns auf diese Dinge konzentrieren. Also man merkt schon, die Zusammenarbeit wird wirklich gelebt und noch bis 27.09. sind die Tore der IAA geöffnet. Schauen Sie also auf jeden Fall vorbei.